Hallo zusammen. In meiner Facebook-Gruppe habe ich neulich ein Rezept von vegetarischen Eggs Benedict gepostet. Die Leute waren ziemlich begeistert und einige haben gefragt, ob man das auch vegan machen kann und ob das auch so kompliziert ist mit Wasserbad, flüssig und fest und man weiß nicht wie. Es ist ganz einfach. Und wie es genau geht, das erfährst du gleich. Die Geschichte zur Herkunft der Eggs Benedict ist nicht ganz genau geklärt. Es gibt da zwei Versionen. Die erste besagt, dass der Chefkoch Charles Ganghofer die Eggs Benedict für den finanziellen Grand Benedict erfunden haben soll, der sich immer beschwert hat, dass es nichts Neues zum Frühstück gibt. Die zweite Version besagt, dass der Börsenmakler Lemuel Benedict die Eier im berühmten Waldorf Astoria Hotel in New York bestellt haben soll, als Katerfrühstück. Welche der beiden Geschichten wahr ist, kann man nicht genau sagen. Was man jedoch weiß, dass diese Eier 1894 in New York das erste Mal serviert worden sind. Und seitdem hat sich das Rezept immer weiterentwickelt. Es gibt zum Beispiel die Eggs Florentin mit Spinat und die Eggs Saat mit Artischockenböden. Ich zeige euch heute die vegane Version mit Avocados. Dazu brauchen wir folgende Zutaten. 200 Gramm Tofu, 2 Esslöffel Sojajoghurt, einen Teelöffel Kala Namak, eine Messerspitze Kurkuma und nach Belieben Frühlingszwiebeln, 80 Gramm Margarine, 20 Gramm Mehl, 100 Milliliter Hafersahne, 100 Milliliter Gemüsebrühe, 50 Milliliter Weißwein. Ich habe natürlich einen veganen Weißwein genommen. Zitronensaft von einer halben Zitrone, Salz und Pfeffer. Außerdem brauchen wir noch 4 Scheiben Bauernbrot, dick geschnitten, 4 Avocados und etwas Kresse zum Garnieren. Ich bereite zunächst die Zutaten vor, denn nachher muss es ziemlich schnell gehen. Für die Avocado habe ich mir heute etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ich dekoriere unser Gericht noch mit einer Avocado-Rose. Dafür schneide ich zunächst die Avocado in 2 Hälften und löse dann das Fruchtfleisch mit einem Löffel von der Schale. Als nächstes schneide ich ganz feine Streifen in die Avocado. Und fächere die Avocado dann in einen langgezogenen Streifen auf. Ich fange mit der Sauce Hollandaise an. Dafür machen wir eine klassische Mehlspitze. Den Herd habe ich schon angestellt. Dann gebe ich jetzt die Margarine dazu. Wenn die Margarine geschmolzen ist, dann gebe ich nach und nach das Mehl dazu. Die Einbrenne sollte relativ fest sein, noch leicht flüssig dabei. Jetzt lösche ich die Einbrenne mit der Gemüsebrühe ab.
gebe dann etwas von der Hafermilch dazu. Dann noch etwas Weißwein. Den Zitronensaft. Etwas Pfeffer. Und etwas Salz. Und für die Farbe noch etwas Kurkuma. Voilà, und fertig ist die Sauce Hollandaise. Die Eggs oder die Eier in unserem Rezept ersetzen wir mit Tofu und machen da ein leckeres Tofu-Rührei daraus. Ich zerkleinere den Tofu mit einer Gabel. Der wird dann so richtig schön krümelig und das hat eine schöne Konsistenz für unser Rührei. Dann erhitze ich etwas Olivenöl in einer Pfanne. Das habe ich euch übrigens vorhin unterschlagen, aber das sollte ja eigentlich jeder zu Hause haben. Gebe etwas Kurkuma für die Farbe dazu und etwas Kala Namak für den eiartigen Geschmack. Kala Namak ist ein indisches Steinsalz. Wenn man Eier mag und auch den Geschmack, dann muss man das unbedingt zu Hause haben. Das ist sehr schwefelhaltig und erzeugt dadurch den eiartigen Geschmack. Das machen wir auch immer für unser Sonntagsfrühstück. Echt lecker. Für die Fluffigkeit gebe ich noch einen Esslöffel Sojajoghurt dazu. Und für den frischen Geschmack dann noch ein paar Frühlingszwiebeln. Dann noch etwas Salz und etwas Pfeffer. Und dann können wir auch schon mit dem Anrichten beginnen. Die Avocado-Rose habe ich schon auf dem Teller drapiert. Jetzt bestreiche ich eine Scheibe von dem Bauernbrot mit etwas Margarine. Gebe dann etwas von dem veganen Rührei dazu. Ein paar Avocadoscheiben obendrauf, etwas von der Sauce Hollandaise, zur Deko noch etwas von der Kresse. Dann noch etwas Pfeffer. Voilà! Bon Appetit! Das ging doch jetzt super schnell und super einfach, aber vor allem ist es auch super lecker. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Lasst mich mal wissen, wie es euch geschmeckt hat. Schreibt es mir in die Kommentare. Und nicht vergessen, wenn euch das Video genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal und drückt die Glocke. Bis bald, euer Christian.